Verschlossene Tür. Offen ist. Übrigens mal gut zu wissen, dass man die Tür noch zumachen kann wieder. Vielleicht lässt sich dann was Böses mal einsperren. Da ist noch eine Pflanze gewesen. Ich suche mir mal wieder mal zwischendurch die Wände ab, ob hier irgendwas ist, was man anklicken könnte. Eine Art Frostelementar. Ups. Ich dachte, das wäre eine Treppe gewesen. Okay, das ist ganz normal zum Laufen. Da war eine Leiter, also kommt man hier auch wieder raus. Aber wenn es hier weitergeht, dann wollen wir das doch auch mal erkunden. Schalter und Brücken. Müssen betätigt werden, damit die da drüber leuchten, damit man da drüber langlaufen kann. Also könnten wir, wenn wir da irgendwas drauflegen. Ich meine, wir haben jede Menge Zeugs, ne? Haben wir nicht hier so noch eine Kiste? Ne. Was ist denn eigentlich mit der Munition? Ich kann doch die Steine nehmen, ne? Kann ich da, das sind dann direkt 10. Ich weiß auch nicht, ob ich mit Firearms einen Klick später da mal rein tue oder so. Ich glaube eigentlich nicht. Ja, die Steine sind eigentlich ja, so ein bisschen viel. Vielleicht kriege ich die ja wieder. Das Tor geht nicht auf, aber jetzt haben wir oben überall einen kompletten Rundumgang. Da wartet eine Horde auf uns. Nicht so die Herausforderung. Ketten. Wartet schon der Nächste auf uns. Und da kommen wir wieder raus. Aber wir machen erstmal den Gegner. Oder die Gegner. Schlag. Kommt der. Ein Faustdecker. Aber der braucht Light Weapons 3. Okay, also schwache Waffen 3. Ist aber für Dexterity aus, also für den Schurken quasi. Ja, da werden wir wohl auch die nächsten Punkte reinmachen. Und Mr. Weapon lasse ich mir. Mein Gott, irgendwann werde ich vielleicht einen Bogen haben oder so. Dann werde ich jetzt die Light Weapons bei dem ausbauen, damit er auch mehr Schaden macht. Definitiv. Wollte ich doch sowieso machen, wegen, dass er zwei Waffen gleichzeitig tragen kann, beziehungsweise mit denen dann angreift. Das ist das Frostelementar, das heißt, wir speichern mal hier, beziehungsweise laden uns einmal kurz auf. So. Der wird bestimmt nicht Feuer mögen. Okay, es ist eine andere Tür aufgegangen. Na toll. Das ist hinter dem Frostelementar, die Tür. Das kann sein. Nee, falscher Weg. Rechts rum. Darunter.
Dann kommen wir auf jeden Fall schon zu dem Frostelementar. Da ist er ja. Wow. Der gibt aber gut Gas. Mein Gott, gibt der Gas. Einmal kurz raus, erholen und dann wieder rein. Wow. Wer hat Hunger? Die anderen noch nicht so. Doch natürlich unser Minotauren. Dann lassen wir den mal jetzt kommen. Boah. Was der für Knaller raushaut. Nein, wir müssen definitiv nicht hingehen. Komm mal schön zu uns. Aber Feuer wirkt wahre Wunder gegen den. Vielleicht können wir da auch ein bisschen Gift noch einsetzen. Ja, lächerlich. Da liegt er! Puh. Jetzt kriegt er kein Level ab, sonst waren die gleich, weil er einmal kurz tot war bei dem einen Monster. Bei der einen Schildkröte. Der Minotauren. Der bekommt. Der Armor ist drin. Hatte der eine Waffe oder so? Ja, Chop. Heavy Weapons 3. Na komm, dann geben wir dem das auch. Deine Spezialangriff. Und danach machen wir Accuracy, damit er auch öfter trifft. So, und bei dem auf jeden Fall die kleinen Waffen. Genau. Cool. Freue ich mich schon, wenn der Rest freigeschaltet ist. Immer die Vorfreude auf die nächsten Sachen. Ein neuer Spruch. Fireball! Ah. Und ein Schlüssel. Fireball, wo bist du? Ach, da oben. Fireball. Ah. Und Air Magic. Ja, den brauchen wir aber. Feuermagie 3 und Air Magic. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Erst Accuracy, dann Fire Magic und dann Air Magic in 3 Leveln. Haben wir was, auf was uns freuen können. War aber noch mehr. Jetzt vom Layout her gesehen. Da war doch noch dieser Weg da oben rum. Wie komme ich denn da oben drauf? Ich kann nämlich hier runter fallen lassen. Und gehe dann da. Komme ich denn da nicht anders auch hoch? Hier ist ja zu. Skyway. Hier ist auch zu. Keine Möglichkeit, es zu öffnen. Außer, natürlich, die haben hier irgendwo fieserweise genau hier, wo man nicht drauf achtet, einen Schalter versteckt. Aber wie komme ich zu dem Skyway? Wie komme ich denn da überhaupt dahin? Da muss ja noch, da muss irgendwie noch ein Weg sein. Das ist ein. Irgendwo muss dann doch ein.
Da muss irgendwo ein Geheimgang sein. Tja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als... Fackel, komm mal her. Und bei ihm genau da rein. Und da mal mit hellem Licht mal ein bisschen die Wände abzusuchen. Irgendwelche Steine, die... Na, ich meine, hier kann ich es mir nicht vorstellen, aber... Lieber nicht auslassen. So, und jetzt erstmal den Weg da wieder runter. Schaltern wieder angekommen. Ich meine, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es irgendwo jetzt hier ein versteckter Schalter. Ich weiß nicht, wie da sonst. Wie man dann da sonst hochkommen sollte. Da ist der, da ist das Schlüsselloch. Witzig. Was passiert denn, wenn wir mal von allem was runternehmen? Könnte ja sein, dass die Tür dann aufgeht. Na, witzig. Und damit kommt man dann da hoch. Kann Sachen durchschmeißen. Also indem ich was fallen lasse oder schmeiße. Indem ich was fallen lasse oder schmeiße. Und ich brauche ja alle, damit ich hier durchkomme. Sobald auch nur einer aktiviert ist. Das wird interessant. Ich kann ich hier einfach fallen lassen? Und mir dann so Stück für Stück den Weg machen. Ja, das geht natürlich auch. Brauche ich die anderen gar... Ja, doch. Das für den das Schlüsselloch. Witzig. Leuchtet wieder, was ist das? Ach, das ist ein Speicherkristall. Und ein bisschen Futter. Auf jeden Fall mit der Fackel hier weiter rumlaufen. Es ist halt ein bisschen düster. Scroll of Light. Wir haben keinen Platz mehr. Wir müssen mal anfangen. Ein Rezeptesack? Essenssack. Wir tun mal hier noch die zusätzlichen Rezepte rein, genau. Und Reagenzien.
Kann ich die Essen-Sachen stapeln? Nee, leider nicht. Aber ich will irgendwo eine Kiste benutzen. Wo ich die... Das ist ein bisschen zu klein. Ich will die Sprüche. Die ist gut. Und die Essenskiste, die kommt nämlich dann zu unserem Minotauren. Der sowieso das meiste Essen hier hat. Der verwaltet das. Dem kann man vertrauen. Ist das schon nicht weg? Denn haben wir für eine Waffe hier? 6 bis 18? Ach so, 7 bis 22, okay. Und ah, und der hat einen Spezialangriff, genau. Mal auch mal dran denken, dass ich die jetzt aktivieren kann. In der Offhand könnten wir zum Beispiel Messerwerfen machen. Das einen Fernangriff hat. So, und wir wollten hier bei dem in die leere Box kommen die Sprüche rein. Fackeln kann ich, glaube ich, auch mal wieder anzünden. Ich hoffe es. So. Bisschen aufgeräumt. Scroll of Light. Einmal nach unten ziehen, bitte. Okay, wir brauchen damit keine Fackeln mehr. Weil wir können ein eigenes Licht machen. Schöne Sache. Jetzt ist die Frage, springen wir da runter oder gehen wir den Gang entlang? Wir benutzen auf jeden Fall den Kristall, damit man gespeichert ist. Und dann gehen wir mal den Gang entlang hier. Dann mal gucken, was passiert. Hinter Tor Nummer 1. Irgendwie läuft mir da ein bisschen Gänsehaut beim Rücken runter, wenn ich den Typen sehe. Das ist definitiv eine Treppe. Okay. Tiefere Etage. Dann noch einmal ganz kurz oben gucken, ob hier noch was anderes ist. Nur ein Teleporter und ein Schalter. Wenn wir draufstellen, dann gehen die Falltüren offen. Welchen Vorteil könnte das haben? Durchschmeißen. Und nochmal einen Weg runter. Und das ist verschlossen. Gucken wir uns mal unten um. Hallo, kleiner Käfer. Oder Spinne oder was auch immer. Also ich habe jetzt noch nicht so ganz die Orientierung hier unten. Gebe ich ehrlich zu. Ne, okay. Von hier sind wir runtergekommen. Von hier sind wir runtergekommen. Das war der andere Weg. Überall. Überall Zäune. Das ist der andere Weg. Cooler Ritterhelm und ein Schalter. Interessanter Aufbau. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr. Nein, der ist weg. Ist der Käfer hin? Und dann sind das alles Teleporter? Witzig. Also lassen wir das mal aktiviert. Und jetzt ist die Frage, sind das hier... Ja, das ist nämlich der Schalter.
mit dem Teleporter da oben. Jetzt gehen wir mal hoch, gucken wir uns an, ob sich da oben was verändert hat. Wir können immer noch die den Schalter drücken. Können wir was schmeißen? Nee. Lustig. Da ist ja gerade die Spinne da reingelaufen. Die läuft immer wieder da rein. Vielleicht muss ich die in das richtige Loch reinfallen lassen. Das war falsch. Oder ich muss sie komplett locken. Oder im dritten. Im dritten? Was ist das? Was passiert denn, wenn die zu mir kommt? Dann kommt die da auch wieder rein. So, jetzt legen wir da auch mal einen Stein rein. Jetzt fällt die da immer wieder durch. Ob das was öffnet unten? Und vor allem, wo kommt die Spinne denn? Die müsste doch dann hier runterfallen. Aber sehen wir wohl gar nicht. Das ist die Spinne da in der Mitte gelandet, wie es aussieht auf einem Schalter. Wie es aussieht, ist sie auf einem Schalter. Zufall, Glück? Man weiß es nicht. Aber ich habe immer noch nicht gecheckt, was ich mit dem Rest machen soll. Ach, da kann ich was durchfallen lassen. Oh Gottchen. Wie viele Gegenstände soll ich denn da durchschmeißen? Und wo kommen die an? So viel habe ich doch gar nicht. Jetzt haben wir hier unten ganz viele Sachen hingeschmissen. Auf jedem Schalter liegt irgendwas. Tatsächlich. Die Spinne ist auch auf einem Schalter. Also das haben wir, gehe ich jetzt mal davon aus, irgendwie richtig gemacht. Pfeile. Wo kommt die denn her? Aber, die große Frage ist, was hat sich jetzt bewegt? Was war das? Hat sich angehört, als würde eine Tür aufgegangen sein. Scheiße. Nicht die richtige? Nicht die... Hier gibt es aber auch keinen Hinweis. Boah. Quatsch, die Spinne muss auf 2.
Spinne oben. Was hat das mit den anderen Teilen auf sich? Warum hat diese Tür sich dann gerade erst bewegt? Eins, zwei, runter. Oder braucht man die Spinne dann zuletzt? Ganz zuletzt? Das kann natürlich auch gut sein, ne? Ja gut, dann kann ich das ja machen, wann ich will. Und schmeiß jetzt nochmal die Gegenstände da durch. So, wenn ich aber... Ja, da liegen jetzt überall Gegenstände drauf. Und die Spinne ist auf der richtigen Position, aber es bewegt sich nichts. Wenn ich die Schalter... Ne, Moment. Ach, hier hat sich was geöffnet. Das ist das Secret? Für später schöne Sache. Für später eine schöne Sache. Aber was... Wie soll das denn jetzt mit dem Schalter da oben funktionieren? Mit der Tür, meine ich. Noch irgendwas, was wir... Alles nur wegteleportiert. Das ist wie ein Reset-Knopf. Verdammt nochmal.